Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Letztes Mal bin ich in dieser Stadt hier stehen geblieben. Ich mach mal kurz leiser. So. Letztes Mal bin ich in dieser Stadt hier stehen geblieben. Habe mir die Pokémon von den Trainern hier gefangen. Jetzt als nächstes rede ich mit dem hier. Kämpfe, Kämpfe machen Freude, Kämpfe machen so viel Spaß. Lasst uns nur alle noch kämpfen. Komm, wir geben endlich Gas. Okay, der kämpft auch noch. Gut zu wissen. Skater Kanto. Schneckmark wird wahrscheinlich die dunkle Aura haben. So. Okay, die sind noch angeschwächt. Genau, Schneckmark. Okay, das kann man nicht einsetzen. Den greife ich da lieber an. Ich gehe mal auf Azure und Psyana kann ich rufen. Letzte Folge hatte ich ja die Pokémon Direct angesprochen. Die ist jetzt mittlerweile 8 Tage her. Und da wurde zum einen Pokémon Tekken Deluxe angekündigt. Oder DX für die Nintendo Switch. Und Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich die Edition ganz cool. Also ich werde mir die ziemlich sicher holen. Also eine davon. Ich hoffe mal, dass Schneckmark überlebt. Nein, tut's nicht. Muss ich dann nochmal gegen ihn kämpfen? Ich hatte ja Pokémon Mond, beziehungsweise hab's immer noch. Vielleicht hole ich mir nächstes Mal Pokémon Ultrasonne als Abwechslung. Es hatten ja irgendwie die meisten, zumindest habe ich das in dem Stream so mitgekriegt, auf Pokémon Diamant und Pearl Remakes gehofft. Aber ich finde, ganz ehrlich, es wäre noch zu früh dafür, erstens. Also erstens, es wäre noch zu früh dafür und zweitens, ich finde es auch besser, wenn die jetzt nochmal die Spezialedition auf den 3DS bringen und dann halt Pokémon Diamant und Pearl auf die Switch bzw. die nächste Konsole. Ja, genau. Ja, ich kämpfe mal gegen den. Ich fange das Pokémon jetzt einfach. Ach, es geht nicht. Was sagt er? Bis nächste Woche. Ja, gut zu wissen. Den muss ich mir auf jeden Fall merken. Wie auch immer ich das anstellen will. Hallo. Mit dem Strom, den diese Windmühle erzeugt, betreiben wir unser Kolosseum. Die Mühle sieht zwar etwas alt aus, aber sie leistet noch gute Dienste. 30 Jahre drehe ich am Rad. Oh, na, wie sieht's aus, Kleiner? Willst du auch mal die Räder drehen? Ja, okay. Klar, aber tut mir leid, diese Arbeit ist nicht so einfach. Komm einfach in 20 Jahren nochmal vorbei. Offensichtlich eine Art Generator für elektrischen Strom. Okay, das gleiche. Nee, aber ich finde es ernsthaft besser, dass sie jetzt nochmal die spezielle Edition auf den 3DS bringen und dann sich die Remakes für die nächste Generation aufheben. Verschlossen, okay. Ich gehe mal kurz heilen. Wobei, ich guck nochmal die Pokémon an. Es ist nur Loblatt besiegt. Damit kann ich eigentlich leben. Ich hätte gerne sein Pokémon gehabt, aber jetzt muss ich bis nächste Woche warten. So. Okay, jetzt mit dem sprechen. Uiuiui, schrecklich. Wenn man von hier aus nach unten schaut, dann fühlt man sich, als ob man hinabgesaugt würde. Die Schlucht nach muss irrsinnig tief sein, man sieht nicht einmal mehr den Boden. Ihr müsst wissen, ursprünglich war Pyritus eine Bergbaustadt. Gut zu wissen. Wer ist das jetzt? Verflieg's noch einmal, beim letzten Turnier habe ich mir den Sieg durch die Lappen gehen lassen. Und das war nicht das erste Mal, beim letzten Mal, beim vorletzten Mal und auch das Mal davor. Immer verliere ich, es ist wirklich zum Heulen. Ich hab's, ich werde zum Orakel von Pyritus gehen. Sie sollten mir sagen, wann ich endlich gewinne.
Ach, ich dachte, da geht es hin, weil der gerade in die Richtung gelaufen ist, aber anscheinend doch nicht. So, mal gucken, was hier drin ist. Okay. Verflixt, ich bin zu spät, jetzt kann ich mich nicht mehr am Turnier teilnehmen. Man munkelt, wer hier gewinnt, bekommt ein mega starkes Pokémon, so wie Kell eins hat. Oh nein, das war doch ein Geheimnis, tut mir den Gefallen und vergiss, was ich eben gesagt habe. Nilk, war Kell nicht dieser Kerl, der am Eingang der Stadt rumlungerte? Vielleicht weiß er irgendwas, fragen wir ihn doch. So, ich heile erstmal die Pokémon. In der Zwischenzeit fand ja auch die E3 statt. Also von Nintendo der Anfang. Der Rest interessiert mich nicht wirklich. Und es wurde einiges angekündigt, wie zum Beispiel Metroid, aber ich habe bisher noch keinen einzigen Teil gespielt, habe ich zwar mal vor, aber das mache ich später irgendwann. Und dann noch Metroid 2 Remake, also Metroid Prime 4 wurde angekündigt und Metroid 2 Remake. Dann wurde noch Yoshi angekündigt, also das heißt erstmal so. Aber wird wahrscheinlich auch bedankt. Und jetzt rede ich erstmal mit dem. Was, ich höre nicht recht. Ob ich ein seltsames Pokémon habe, wollt ihr wissen? Hey, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, dann schaut doch einfach selbst nach. Okay. Und dann halt noch Mario Odyssey wurde genau vorgestellt. Ich glaube, jetzt zum Zeitpunkt müsste auch wieder der Stream von Nintendo laufen. Also die Treehouse-Präsentation. Hallo. Die findet ja auch noch statt und da wurde zum Beispiel Metroid der Remake angekündigt. Es kann sein, dass gerade in dem Moment irgendwas angekündigt wird, aber ich lasse mich dann später überraschen und gucke mir irgendeine Zusammenfassung an oder so. Ich weiß, dass es ein bisschen ungünstig ist, das Thema anzusprechen, wenn okay. Ich mach mal Rückkehr. Das ein bisschen ungünstig ist, das Thema anzusprechen, wenn die Folge erst. Ich könnte es jetzt ausrechnen, aber habe ich keine Lust. Ich denke, die kommt so. Ich würde wirklich sagen Anfang September. Es kann jetzt auch falsch geschätzt sein, aber wie viel hat es jetzt abgezogen? Ich weiß nicht, ob es noch einmal. Ich mach's lieber nicht. Zack. Oh, es reicht nicht ganz. Vielleicht sogar besser so, bevor ich noch den Senior töte. Und noch Macholo oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich versuche mal das Teil zu fangen. Pokebälle, Superball, benutzen. Senior und mit Konfusion. Ich glaube, es müsste sehr effektiv sein, oder? Zack. Komm schon, 1, 2, 3, nice. Nö, ist nicht sehr effektiv, okay, da lag ich falsch. Früher kannte ich mich damit mehr aus. So. Pa, was war das jetzt was? Alles, der Queen ist vielleicht ein Lügner. Denkt sich einen tollen Namen aus und dann ist dieses Krypto-Pokémon die totale Pleite. Das ist der Preis, den man im Kolosseum gewinnt. Pff, lasst euch bloß nicht übers Ohr hauen. Krypto-Pokémon? So, Krypto-Pokémon nennt man sie also. Die Pokémon mit der dunklen Aura. Sag bloß. Was ist das? Bei dir läuft, wie ich annehme, alles nach Plan, der Queen. Geradezu haarsträubend, gut, Yakira. Ganz nach Plan. Grant, haben wir vollkommen in der Hand und wir können im Kolosseum schalten und walten, wie es uns beliebt. Und die Turniersieger halten unsere schnuckeligen Krypto-Pokémon, von denen wir fleißig Daten sammeln. Gut, auch die anderen halten sich an ihren Teil der Abmachung. Unser Krypto-Pokémon-Plan läuft auf Hochtouren. Wir stehen kurz vor seiner Vollendung, Mann, was ist gerade los? Hier, hier.
Ich bin ganz kribbelig vor Aufregung. Am liebsten würde ich jetzt tanzen. Tanzen kannst du, wenn unser Plan erfolgreich war. Ende. Also gut. Ich gehe schon mal vor zur Höhle, wo unser nettes Pokémon wartet. Und Musik bitte. Also der Humor von dem Spiel ist... keine Ahnung. Anscheinend hat dieses Kolosseum irgendein Geheimnis. Es scheint, es gäbe es nur eine Möglichkeit, im Turnier anzutreten. Ah, ich muss jetzt beim Turnier mitmachen. Ich finde es schade, dass ich jetzt bis nächste Woche warten muss. Mit dem Team da. Ach nee. Anscheinend war das schon eine Woche. Vielleicht wird es diesmal was. So nice. Aber ich frage mich, ob... Hä? Ach, es geht auf beide, okay. Ich war gerade verwirrt. Ich frage mich, ob bei Ultrasonne, Ultramond das so sein wird wie bei... Ignoriert seine Befehle, alles klar. Ob das da so sein wird wie bei Pokémon Schwarz-Weiß 2? Mir fällt gerade auf, dass man zwar Schwarz-Weiß 2 sagt, aber Ultrasonne, Ultramond. Vielleicht sollte man Ultrasonne, Mond sagen? Kann man so machen. Dann sage ich aber jetzt Ultrasonne, Mond. Ich mache mal bis auf Schneckmark und noch eine Konfusion und fahr zurück. Ich frage mich, ob das so sein wird wie bei Schwarz-Weiß 2, dass es so einen kleinen neuen Teil gibt. Das war ja die kleine Insel. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, ob es eine Pokémon gab. Ich dachte eigentlich nicht. Bei Pokémon Ultrasonne Mond wurden ja auch neue Pokémon angekündigt. Ich mache mal Biss und Konfusion. Aber es wird schon spannend. Ich denke, bis die Folge rauskommt, sind auch neue Informationen veröffentlicht worden. Okay. Das war knapp. Aber jetzt kann ich mir es holen, oder? Kann ich mir eigentlich auch Wabalu fangen? Soweit ich weiß, muss ich mir die Krypto-Pokémon ja fangen, um... etwas freizuschalten, sage ich mal. Ein gewisses Event. Aber das werde ich dann noch sehen. Okay, jetzt hängt es gerade ein bisschen. Ein bisschen. Bis auf Wablu und ich mache einfach mal Kryptoschlag auf Wablu. Na, was sonst? Zack. Komm, Kryptoschlag, bitte. Wieso habe ich eigentlich mal Kuhita eingesetzt? Hatte ich nichts Besseres? Okay, Furio-Modus. Zack, nochmal. Bam. Ach, das andere kriegt gar keine Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich erst, wenn es geheilt ist. Und damit bis nächste Woche. Okay. Hilfe! Etwas furchtbar! Bitte Hilfe! Ja, ja. Hilfe! Etwas furchtbar! Bitte Hilfe! Ach man, ich muss zu ihm. Was? Im Haus der alte Slam hat. Das klingt echt spannend. Das ist doch perfekt, um die Folge zu beenden. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.